Gleich lassen wir einen Drachen steigen und versuchen, einen Blitz zu fangen. Wir befestigen diesen Draht am Drachen. Dann werden wir ihn selbst festhalten. Nein, ich mache nur Spaß. Wir befestigen ihn an einem Baum oder so. Mit diesem Drachen wollen wir einen Blitz fangen. Ich glaube, das ist das Letzte, was dieser kleine Batman sehen wird. Dir wird sehr heiß, Batman. Und uns ist ziemlich kalt. Schaut mal, wie viel Wind und Regen hier ist. Na okay, lass ihn steigen. Los geht's. Ich möchte euch nur noch kurz sagen, dass ihr das auf gar keinen Fall nachmachen dürft. Es kann tödlich enden. Unsere Videos werden von Profis gemacht. Also müsst ihr euch um uns keine Sorgen machen. Das Ziel von diesem Experiment ist, den Blitz da einschlagen zu lassen, wo wir ihn haben wollen. Außerdem wollen wir Informationen sammeln und beobachten. Dafür haben wir einen Draht um das Fass gewickelt, sodass er locker sitzt. Das eine Ende des Drahtes wird der Drache in die Nähe von den Blitzen bringen. Das andere Ende ist mit dem Fass befestigt und das Fass steht auf einer isolierten Box. Wir haben ein Strommesser mit dem Fass verbunden, damit wir den Strom im Blitz messen können. Auch haben wir alle möglichen Haushaltsgeräte angeschlossen, um zu sehen, was passiert, wenn der Blitz einschlägt. Schade, der erste Test war nicht erfolgreich. Aus irgendeinem Grund wollte der Blitz nicht in unseren Drachen einschlagen. Wir haben es noch einmal probiert. Wir haben es sehr oft probiert und haben immer wieder nach neuen Wolken gesucht. Doch es passierte nichts. Der Blitz wollte einfach nicht unseren Drachen treffen. Obwohl wir die ganze Zeit starkes Donner gehört haben. Im Internet waren zu wenig Informationen über diesen Grund. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die nach Blitzen jagen. Vielleicht weißt du, was wir falsch gemacht haben. Warum will der Blitz nicht einschlagen? Schreibe uns deine Ideen und zusammen schaffen wir es. Wir hören damit nicht auf. Schaut in den nächsten Tagen auf unserem Kanal Kryosan vorbei. Wenn du willst, kannst du uns unterstützen. Durch deine Unterstützung können wir unsere Projekte verwirklichen.